Heute ein Video für die Rubrik mit offenen Augen. Diese Rubrik zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass ich sie aus dem Bauch raus mache. Ich habe hier mein iPhone, weil ich ein paar Notizen mir gemacht habe, ein paar Stichwörter. Ich habe auch schon den 3., 4., 5. Versuch. Ich habe heute Mittag schon mal nämlich angefangen, dieses Video aufzunehmen. Jetzt ist es abends und ich kann euch sagen, es fällt mir schwer. Denn die ursprüngliche Idee, von der entferne ich mich immer wieder im Verlaufe des Videos. Trotzdem glaube ich, dass es ein interessantes Video ist, auch wenn ich glaube, dass ich sowas Ähnliches schon mal auch gemacht habe. Aber als erstes mal herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Sven, fotografiere seit 1979. Ich bin kein Profifotograf, ich kenne mich aber ganz gut aus, würde ich sagen. Ich fotografiere lang genug, habe viel mit Film gearbeitet, also mit Film fotografiert, eine Dunkelkammer gehabt und. Nicht jedem werden meine Bilder gefallen, auch nicht jedem werden meine Videos gefallen. Und bei diesem Video könnte es auch sein, dass der ein oder andere sagt, jetzt hast du mir aber auf die Füße getreten, das negativ kommentiert, einen Daumen runter gibt, macht, was ihr wollt. Jede Reaktion ist für YouTube sozusagen Gold wert, denn es geht ja um Klicks. Nicht nur um Abonnenten, sondern auch um Klicks. Ja, würde ich hier reinschreiben, Fotografie ist tot, Teil 2. Es gab da neulich ein Video, deswegen Teil 2 vom Uwe. Und das hat Klicks bekommen wegen dem Titel. Natürlich ist Fotografie nicht tot, YouTube ist nicht tot, aber es gibt so gewisse Dinge, die man wissen sollte, gerade wenn man vielleicht nicht so den Einblick hat oder das Ganze nur so sporadisch immer sich ansieht oder ja auch nicht groß drüber nachgedacht hat, wie das denn hier so abläuft. Deswegen dieses Video und ich glaube, ich lasse das mal hier liegen, setze mich hier hin. Übrigens, herzlich willkommen im falschen Film. Also Spaß beiseite. Würde ich einfach nur das sein, was ich seit 1979 bin, hätte ich keine Ausrüstung zum Filmen. Kein Licht, kein Mikro, keine Kamera hier, keine Kamera da, eine 6700, eine Alpha 5000 mit Objektiven, ein Monitor darüber, ein Gerät für dieses Mikrofon, Phantomspeisung und wie man das alles nennt. Der Hintergrund hätte ich nicht gebastelt, aufwendig über Stunden, ganz viele Dinge. Inklusive weiterer Kameras. Ich hatte eine GoPro 3 Black, die habe ich sogar noch. Ich habe eine billige China-Kamera. Ich habe eine Osmo Action 1, eine Pocket 1. Ich habe eine Insta360 Go 2. Ich habe eine Alpha 7, die ich für meine Live-Videos verwende, die ich übrigens, das ist eine Kamera, die ich geschenkt bekommen habe. Ich habe da auch wieder ein Mikrofon, ein kleines Mischpult, weil ich nicht jedes Mal umbauen möchte und. Ganz viel Geld ist da schon in YouTube reingeflossen und zwar Geld von mir. Ich habe auch die Osmo Pocket. Die wurde sozusagen etwas mitfinanziert durch Spenden über mein PayPal. Kaffeekonto, sage ich jetzt mal. Infos dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Ich blende hier auch mal was ein. Nee, da. Also, ja, muss ja auch mal sein. Ein bisschen Werbung für einen Kaffee. Ja, also Unterstützung für den Kanal, weil es kostet alles viel Geld. Jetzt ist es nicht so, dass man mit YouTube unbedingt reich werden kann, außer man macht alles richtig. Und wenn man alles richtig macht, also ein großer Kanal wird, dann passiert das in der Regel deswegen, weil YouTube die Videos gerne anzeigt. Und wann passiert das? Wenn das Video werbefreundlich ist. Wenn also es darum geht, irgendwelche Produkte vorzustellen, also neue Produkte, die rauskommen, eine neue Kamera, ganz viele Videos auf einen Schlag. Das hatten wir gerade, ich glaube, letzte Woche, die Lumix S9.
Und das ist sowieso, da haben sich schon einige Leute draußen gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass YouTuber, die teilweise sogar unter 10.000 Abonnenten haben, von Panasonic nach Japan geflogen werden, für mit Sicherheit ein, zwei Tage Hotel, mit Sicherheit Essen, dann das Event, die Kameravorstellung, ihr sollt Videos aufnehmen über die Kamera. Ihre tollen Möglichkeiten. Wer das gesehen hat und dann ein Video angeklickt hat, der sieht die nächsten Videos darüber. Und wem gerade langweilig ist, der sagt natürlich, jetzt gucke ich mal, was der sagt und was der sagt und vielleicht habe ich dann ein größeres Gesamtbild. Was du aber wahrscheinlich kaum gehört hast, sind irgendwelche Sachen so, das ist doch blöd, dass die Kamera keinen Sucher hat oder. Ne? Also irgendwo gibt es immer Kritikpunkte, die aber in solchen Videos, gerade wenn die Kamera neu ist, meistens gar nicht rauskommen. Und Langzeiterfahrungen schon mal gar nicht. Und in der Situation, wenn man dann so einen Fotokanal hat und sich nicht damit begnügt, ein paar hundert Abonnenten zu haben und ganz wenige Klicks auf seine Videos, die man trotz alledem ja aufwendig und zeitintensiv produziert hat, dann fängt man eben auch mal an, über Reviews nachzudenken. Oder eben Dinge aus dem, was man hat, vorzustellen. Was übrigens nichts Schlechtes ist, wenn man ein Produkt vorstellt, ich nehme jetzt mal einfach dieses Objektiv hier, dieses Olympus, ein 12-100, ja, da kann ich ein Review drüber machen und kann euch ganz klar die Vor- und Nachteile natürlich nennen, wobei Nachteile gibt es nicht viel, außer groß, schwer und vielleicht mit Blende 4, dem einen oder anderen zu lichtschwach und dann auch noch eine MFT-Linse, also Micro Four Thirds. Trotzdem wird dieses Video mit Sicherheit angeklickt. MFT-Videos gehen bei mir gerade wie blöd. Warum? Weil es wohl viele Menschen gibt, die sagen, hey, ich möchte mich mal informieren und da ist jemand, der ist von Sony, von Vollformat, zusätzlich auf MFT. Ich bin ja nicht umgestiegen, ich habe meine Sony nicht verkauft. Nein, ich habe sie noch. Und ich benutze sie auch. Nicht so oft, aber ich benutze sie. So. Also man guckt natürlich, dass der Kanal lebt, dass er nicht tot ist. Denn tote Kanäle habe ich vor einiger Zeit auch mal erzählt. Ich habe ganz viele Kanäle. Ich glaube, also ich sage jetzt mal, 90% meiner Abos habe ich gekündigt, weil der Kanal seit Jahren teilweise tot ist. Habe ich gar nicht gemerkt, weil man guckt ja nicht nach. Und man kann da auch nicht danach suchen. So nach dem Motto, welche Kanäle leben eigentlich noch? Oder wer hat seit einem Jahr nichts mehr gebracht? Und ganz viele habe ich gelöscht. Und warum haben die aufgehört? Entweder es ist was passiert, kann ja auch sein, oder sie haben einen neuen Job, haben keine Zeit mehr. Oder einfach, sie haben sich gesagt, für das, was hier passiert, lohnt es sich nicht, Videos aufzunehmen. Da gehe ich doch lieber fotografieren. Auch eine Sache, die ich auch immer wieder in meinen Videos erzähle und auch jeder YouTuber mittlerweile in Deutschland sagt, geht raus und macht Fotos. Warum wird das gesagt? Ja, weil es anscheinend Menschen gibt, die denken, sie können alles über YouTube-Videos lernen, statt rauszugehen und selber Erfahrungen zu sammeln. Ein Handwerksberuf, und das ist Fotografie, das muss man erlernen. Und das kann man nicht durch Bücher. Man kann vieles da mitnehmen, aber ausprobieren, Fehler machen gehört dazu. Du kannst rein theoretisch lernen, wie man einen Nagel in die Wand schlägt. Was du aber nicht lernen wirst, ist, wenn du das erste Mal auf die Finger gehauen hast, dass du, ja, vor allen Dingen Übung, den Hammer immer wirklich sauber zu setzen. Das nennt man dann Muscle Memory oder so. Ja, ist in jeder Sportart so. Schwimmen, Radfahren. Radfahren muss man erlernen. Du kannst das theoretisch. Ein Physiker kann dir genau erklären, warum. Der fällt auf die Fresse, wenn er noch nie auf dem Rad gesessen hat. Weil er das lernen muss. Und so ist es in der Fotografie. Aber zurück zum Videothema. Ich schweife ab, aber ich gucke auch nicht aufs Smartphone. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, so funktioniert es am besten. Reviews. Reviews gehen wie blöd, wie Bolle. Das Problem an der ganzen Sache ist nur Folgendes.
Ein Review ist entweder gesponsert oder es ist ein Review von jemandem, der sich etwas gekauft hat, weil es ein kleiner Kanal ist und einfach sagt, ich stell dir mal vor oder ich habe da was gebraucht gekauft, ist ja auch ein Review. Und ich sage dir jetzt ganz ehrlich meine Meinung. Also ist das privat gekauft? Ist das auch wirklich ehrlich deine Meinung? Wenn du ein Review gemacht hast von einem Produkt, auch ich habe sowas schon gemacht, dann versuchst du natürlich irgendwo im Unterbewusstsein und Leute, also liebe YouTube-Kollegen, es ist so. Du sagst nicht wirklich knallhart, das Produkt ist nichts. Das machst du nicht in einem Video. Du schreibst eher deinem Kontakt zu der Firma, du pass mal auf, ich habe hier auch, nee, das ist nicht mehr da. Ich habe hier ein Objektiv bekommen, ein Fischauge für MFT, ein kleines. Also ja, schickt's mir, ist interessant, benutze ich. Dann habe ich es getestet und dann habe ich geschrieben, soll ich das wirklich reviewen, weil ist auf unendlich fokussiert, ist in der Mitte scharf und rechts, aber links unscharf und bin ich in der Nähe, ist es umgedreht, da ist links scharf, in der Mitte scharf, aber rechts unscharf. Nee, schmeißen Sie es weg. Bitte kein Review machen, heißt das dann immer so schön. Brauche ich nie mal zurückschicken. Das ist mir noch mit einem weiteren Objektiv passiert, wo ich sage, das ist nicht in Ordnung. Da stimmt was nicht, das ist total schlecht. Ja, okay, kein Review machen. Da habe ich übrigens eine neue Version bekommen, die war besser, aber sie war unterm Strich gesehen, wenn man dann andere Objektive als Vergleich hat, auch nicht gut. War eben günstig. Trotzdem sagt man in dem Video nicht unbedingt oder ja, besser ist, wenn man abblendet, dann ist es besser. Vor nicht mal 4 Wochen habe ich ein Objekt, na, also ich habe das Objektiv ein bisschen länger, aber vor 4 Wochen habe ich es rund zurückgeschickt. Auch ein Objektiv, habe ich gesagt, ja, interessiert mich, schicken, weil ich kann das mit alten Minolta-Objektiven vergleichen, Spiegelobjektiven, die ich besitze. Der Kenner weiß, ich habe das 250er und das 500er. Es ging um 250 mm. Ich habe das Objektiv getestet. Ich sage nicht von welcher Firma. Es ist auch nicht draußen. Ich weiß auch nicht, ob das rauskommt, weil ich habe gesagt, hier, ja, ich habe das und das andere benutzt, das alte, und habe die Bilder, also auf Stativ, nebeneinander und habe gesagt, das kannst du nicht verkaufen. Was soll das kosten? So viel Geld. Vergesst es. Das ist grottig. Gut, es war eine Vertriebsfirma und nicht der Hersteller. Und ich habe dann nur gesagt, was mache ich jetzt? Soll ich es euch zurückschicken? Ich brauche das nicht. Mach da kein Review. Das ist nicht gut für mich und nicht gut für euch. Ja, schicken Sie es bitte an die Adresse weiter zu einem Kollegen, der vielleicht keine Ahnung hat, wie gut oder wie schlecht ein Spiegelobjektiv sein muss. Und also, Reviews ist so eine Sache. Kameras oder, sagen wir mal, gewisse Produkte, die schon eine gewisse preisliche Qualität haben, wenn man sie kriegt und dann auch behalten darf. Es gibt genug YouTuber, die euch mittlerweile auch erklären, Leute, das ist jetzt nicht eine Spende, sondern das muss ich versteuern. Ich habe ja da was geschenkt bekommen von einer Firma. Ich muss das angeben. Ja, so ist das. Also, man kriegt da nichts umsonst, weil viele sagen, lass dir das doch kommen, ist doch super, kostet dich doch nichts. Nein, nein, falsch. Eine andere Sache ist, wenn mir eine Firma was schickt, das habe ich letztes Jahr gehabt mit dem 90er Makro von OM System, das habe ich testen dürfen und habe es nach 6 Wochen zurückgeschickt. Da ist kein Geld geflossen, alles. Ich habe ein Review gemacht und ich glaube auch ein gutes. Und das ist eine feine Sache, aber mit Kameras, mit Dingen, die vielleicht dann auch so benutzt sind oder sowas oder wo du auspacken willst, so ne, diese Unboxing-Sachen, da stehen manche Firmen drauf, da stehen auch viele Leute von euch drauf, sonst würde das ja keiner machen. Wenn die Leute alle schreiben würden, ach, lass dieses Scheiß auspacken, nimm das Ding und mach damit was. Ist doch so. Seid doch mal ehrlich. Es würde doch keiner machen, wenn ihr entsprechend reagieren würdet. Das eigentliche größte Problem ist aber, wenn du einen Kanal das erste Mal anklickst, und dir nicht nach einem Video, wo du sagst, oh ja, der hat ja das Produkt ganz gut beschrieben, noch 5 andere
vielleicht von ihm ansiehst oder überhaupt mal auf den Kanal guckst, was macht der denn eigentlich die ganze Zeit? Macht der noch was anderes außer Reviews? Oh, der hat ja schon für einen deutschen Kanal 100.000 Abonnenten oder noch mehr. Ist das denn wirklich ein Kanal, ein YouTuber, dem ich irgendwo vertrauen kann? Ich habe ja mal hier auch ein Video gemacht, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber mir haben die Leute geschrieben, Sven, wenn du, ich vertraue dir. Und das ist mir was wert, ja, wenn die Leute sagen, hey, wenn du da was sagst, ne, ich vertraue dir, du hebst da nicht irgendwas in die Höhe. Bei Reviews, deswegen mache ich übrigens auch praktisch keine Reviews mehr, da versuche ich das auch wirklich einzuhalten. Und deswegen habe ich auch gesagt, schicke ich zurück. Wenn ich darüber ein Review mache, muss ich lügen. Bringt mir nichts. Und ich sage euch was, ich hätte dieses Objektiv so gerne gut getestet. Ich sage, boah, geil, geil, für den Preis kriegst du das Minolta dreimal nicht. Aber für den Preis und schlecht kaufst du lieber das Minolta, wenn du es kriegst. Selten, teuer. Und man sollte auch wissen, um was es geht. Ne? Spiegelobjektive, typisches Beispiel. Kommen immer wieder aus der Versenkung hoch, werden, ach, wie toll und wie prima, und dann die User, irgendwann werden sie wieder verkauft. Ach, damit kann man keine Fotos machen. Oder das Bokeh ist eben speziell. Ne? Also, ja, so ist das. Das allergrößte Problem in meinen Augen ist aber die Firmenpolitik. Sie macht es uns schwer und sie macht es euch schwer. Klar kommt ein neues Produkt raus und das ist erstmal gut. So richtig schlechte Produkte gibt es eigentlich nicht, außer Billigkram. Der Fehler ist aber, dass die Abstände, die Updates, die Mark 1, 2, 3 Version, die dann rauskommt, oft nicht so viel besser sind, sondern nur so viel. Und dann kommen eben nur so kleine Schritte peu à peu. Oder eine Kamerafirma, Sony ist da so ein Beispiel. Letztes Jahr hat mal ein amerikanischer YouTuber gesagt, Sony hat jetzt 16 verschiedene Kameras am Start. Ich habe es nicht nachgezählt, aber 16 Kameras ist viel, ne? Also da wird nicht nur die neueste produziert, sondern auch noch die davor, weil vielleicht noch Teile da sind, kann man günstiger verkaufen, abverkaufen. Das bringt natürlich auch Vorteile, weil dann auch Objektive gekauft werden und irgendwann vielleicht die nächste Version. Aber wenn die Schritte zu klein sind, wenn die Verbesserungen nur marginal sind, was macht denn dann der Kunde mit Kopf, mit Hirn, sage ich jetzt mal ganz bewusst? Er kauft nicht. Er sagt sich so, nee, ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht, ich bin wieder enttäuscht. Ach, da kommt ja schon wieder eine Kamera. Ich bin enttäuscht. Das ist mir bei Canon so gegangen. Da gab es zwischen der 5D Mark II, Mark III und dann kam noch irgendwann die Mark IV. Da hatte ich aber dann die Sony. Und das war für mich ein Quantensprung. Und die ist es heute noch. Genauso wie die OM1, die ich mir gekauft habe, beziehungsweise vorher hatte ich ja eine Olympus, die OM-D1 Mark II, habe ich immer noch. Das war wieder gerade auch für Tierfotografie für mich ein Quantensprung. Und mit der OM1 sowieso. Aber die Mark II der OM1, nee, Leute, da hat sich OM System in Bock geschossen. Also natürlich gibt es Leute, die sich die kaufen, weil sie das Kleingeld haben, sie einfach zu bestellen und sagen, naja, wenn ich die andere verkaufe oder als Zweitbody habe, das stört mich nicht. Die meisten aber können das nicht einfach so. Da ist Familie, da ist ja andere Dinge. Da geht der Kühlschrank kaputt, da kaufst du dir eben keine neue Kamera mehr. Da musst du wieder anfangen zu sparen. Oder am Auto ist was. Und, ihr wisst, was alles passieren kann. Und
das Leben ist ja auch teurer geworden. Nur wenn die Schritte so klein sind, klar gibt es immer Menschen, die sagen, oh jetzt, die Mark II Version ist raus, die kaufe ich mir jetzt, die Mark I, das war noch Neuland, ja, die Mark II. Das funktioniert, aber die Verkaufszahlen, die angeblich von der Mark I sind bei OM System, von der OM I, die werden bei der Mark II nie und nimmer erreicht. Und so ist es bei fast allen Firmen, die zu schnell, zu kleine Schritte in den neuen Produkten realisieren. Bei Sony ist es auch eine Update-Politik. Ja, ich habe das auch schon mal in einem Video gesagt, verdammt nochmal, nach ein, zwei Jahren oder wenn neue Kameras da sind, entwickelt die Software weiter. Das ist ein Kaufgrund für einige Leute da draußen, die wissen, ich kaufe mir diese Kamera und ich bekomme ein Update. Und nach zwei Jahren, ja, dann lasst euch dafür etwas bezahlen. Wenn ihr clever programmiert, ist das auch überhaupt kein Problem, gewisse Dinge in alte Kameras noch einzubauen. Die werden nicht schneller dadurch und so weiter. Das wissen wir alles. Aber Dinge sind eventuell möglich, allein durch den verbesserten Algorithmus, zum Beispiel Objekte zu erkennen. Und lasst es euch bezahlen. Und ich bin sicher, es wird Menschen geben, die sagen, die Kamera ist noch gut, ich bekomme eine Verbesserung und dafür gebe ich jetzt, ich sage jetzt mal 100 Euro aus. Zurück zu den Videos. Also Reviews sind Fluch und Segen, würde ich jetzt mal sagen. Ich muss zum Ende kommen. Ich habe euch eigentlich alles erzählt, was mir auf der Seele gebrannt ist, ne? Also ihr müsst drüber nachdenken. Ja? Ihr müsst, wenn ihr neue Sachen seht, vielleicht auch YouTuber seht, die ihr noch nie gesehen habt, guckt euch bitte an, was die machen. Seht wirklich nicht am Smartphone. Am Smartphone ist irgendwie blöd, auch am Tablet ist blöd, auch am Fernseher ist noch schlechter. Geht an den Rechner. Macht die Seite auf von dem YouTuber von YouTube, guckt da rein, was hat er für Videos, was hat er für Top-Videos, macht er nur Reviews oder macht er auch was anderes? Vielleicht auch mal irgendwann von einem Produkt ein kritisches Video. Sucht mal nach eurer alten Kamera, nach Langzeit-Reviews. Ja, du hast eine Kamera, die schon 3-4 Jahre alt ist und guck doch mal, ob irgendjemand darüber ein Video macht und ganz klar sagt, also hier, ne, so sehe ich das jetzt. Also nicht da, wo sie neu rauskam, sondern nach einem halben Jahr. Und dann wirst du vielleicht merken, ey, der erzählt aber genau das, was ich auch bemängel an meiner Kamera. Hätte ich damals ein halbes Jahr gewartet, hätte ich sie vielleicht nicht gekauft. Also du verstehst, du musst selber aktiv sein. Geht, wenn ihr könnt. Geht wirklich in ein Fachgeschäft. Ja, man kann online vieles günstiger kaufen. Aber ich habe das bei der Osmo Pocket 3 gemerkt. Ich war in Darmstadt im Fachgeschäft. Wegen einer ganz anderen Sache. Und dann sehe ich die Pocket 3 da und denke mir so, jetzt guckst du dir mal die an. Ich nehme die Kamera in die Hand, ich schalte die ein, ich habe die Haptik gehabt und habe mir das angeguckt und so weiter. Und nach nicht mal 2 Minuten habe ich das Ding wieder ausgeschaltet, habe sie hingesteckt und habe gesagt, dafür lohnt sich es nicht, die Pocket 1 wegzulegen. Weder der Sensor, noch das weitere Gesichtsfeld, noch das größere Display. Das Display ist überhaupt nicht das Problem der Pocket 1. Es ist der fest verbaute Akku, der empfindliche Gimbal und die Handhabung und gewisse Umstände, dass man irgendwas dran machen muss, um irgendwelche Connections zu haben über Bluetooth oder WLAN und so weiter. Ja, da ist die 3 besser. Aber die Fehler sind trotzdem noch da. Und wenn ich eine Vlogging-Kamera machen würde, wäre das so eine Sache zwischen Canon Legria Mini X,
die gar nicht schlecht war, die aber einen sehr schlechten Sensor hat. Also wenn es dunkel wird, sowas Rauschiges habt ihr nicht erlebt. Aber einen tollen Sound, ein tolles Display, eine Hosentaschenkamera ist, auch wenn man sie mit einer Hand schlecht bedienen kann, wenn das Display ausgeklappt ist. Wenn man nicht drauf guckt, geht es auch ohne. Und im Grunde der Osmo Pocket, nein, der Osmo Action, die leider keinen Autofokus hat, aber genau die richtigen Einstellungen hätte und auch noch ein bisschen was kann. Frontdisplay, das muss nicht groß sein. Ich muss nur sehen, bin ich drin. Und dann, gut, die Action 4 wäre schon in der Richtung, ist aber ohne Autofokus immer noch. Also, ne, ihr versteht, wenn man Erfahrung hat, dann merkt man ganz schnell, gut, aber nicht perfekt. Und aus dem Grund kaufe ich auch gerade nichts in dieser Richtung. Hier für YouTube zum Beispiel. Ich würde eine, ich sage jetzt mal, Vlogging-Kamera kaufen, die wirklich dem, was ich gerade auch gesagt habe und meiner Handhabung entspricht. Gibt's nicht, kaufe ich nicht. Und egal, was da Leute euch draußen erzählen, ihr müsst das selber in die Hand nehmen und ihr solltet Leute fragen, die vielleicht mit der einen oder der anderen Kamera arbeiten und wirklich dann euch auch mal sagen, ja, aber, dieses Aber, die schlechten Dinge, die kommen oft nicht rüber. Langes Video. Trotzdem hoffe ich, dass es euch was gebracht hat. Denkt drüber nach, schreibt Kommentare. Im Übrigen, unten in der Videobeschreibung, ich habe einen Live-Kanal. Ich weiß, ich bin lange online oft, manchmal alleine, manchmal ist da. Guckt einfach rein, helft mit, dass es gut wird. Toll, Abos dalassen. Like dalassen, ihr könnt auch ein Dislike dalassen, das ist egal, weil YouTube freut sich über jede Reaktion, macht ihr keine Reaktion, das ist die größte Strafe für einen YouTuber. Dann habe ich unten, wer will, kann einen Kaffee spendieren, es gibt noch einen zweiten Link für eine Wunschliste, da ist nicht so viel drin gerade, aber vielleicht ist ja einer genötigt zu sagen, hey, das gefällt mir, was das Sven macht, den unterstütze ich. Ja, in diesem Sinne. Bis zum nächsten Video. Ciao, tschüss, euer Sven. Und verdammt nochmal, geht raus und macht Fotos und kauft nicht so viel. Benutzt eure Ausrüstung erstmal bis ins letzte Quäntchen. Das ist eine Herausforderung, glaube ich. Muss ich übrigens auch machen. Bis bald. Tschüss.